Jay Gurudev. Was machen wir hier? Was machen wir hier auf der Erde? Weshalb leben wir? Weshalb kämpfen wir? Weshalb streiten wir uns? Können wir uns das nicht alles ersparen? Ist das denn notwendig? Was meint ihr? Für viele ist es eine Bürde zu leben. Die ganze Hektik in unserem Leben. Immer die Wellen auf und ab. Was ist der Mechanismus, dass wir hier sind, hier auf der Erde? Warum haben wir uns inkarniert? Warum sterben wir? Warum inkarnieren wir uns wieder und wieder und wieder und wieder? Warum? Und das haben wir jeder in der Hand. Jeder Einzelne von uns ist sein eigener Schöpfer. Die Tatsache, dass du mit deinem Körper, so wie du ihn erfährst, in Erscheinung getreten ist, hing ganz davon ab, welche Informationen dein Geist hatte, als du gestorben bist. Welche Wünsche du hattest, wie deine Handlungen in der Vergangenheit waren. Also dein Aussehen, blaue Augen, braune Augen, grüne Augen, schwarze Haare, blonde Haare, alles, Körper, Größe, Breite, Gewicht, Höhe, alles ist ein Ausdruck deines Geistes. Auch ob du gesund zur Erde kommst, wie lebendig du bist, alles ist eine Erscheinung, die wir uns selbst geschaffen haben. Viele Leute sagen, ich will das Theater nicht mehr mitmachen. Was heißt das? Die wollen sich ausklinken. Die wollen nicht mehr die Probleme des Lebens haben. Das ganze ständige Hin und Her. Diese Unbeständigkeit des Lebens. Aber so einfach ist das mit dem Ausklinken nicht. Viele Leute beenden ihr Leben, auch ihre Entscheidung. Aber damit ist überhaupt nichts gewonnen. Wir können unserem Schicksal, das, was wir uns selbst geschaffen haben, nicht entrinnen. Gar nicht möglich. Weil die Natur lässt es nicht zu. Es gibt keinen Punkt in der Erde oder auf der Erde, wo wir uns verkriechen können. Nicht möglich. Weil
Das, was uns widerfährt, haben wir uns geschaffen. Und da gibt es kein Weglaufen. Es gibt vielleicht so ein Aufschieben, nicht, wenn man sein Leben beendet, selbst. Denn ist das, was man vorher getan hat und wodurch der Körper strukturiert wird, wodurch die Zukunft strukturiert wird, nicht, wodurch unser Leben Gestalt annimmt, wo unser Leben Formen annimmt, wodurch Beziehungen entstehen, wodurch das Berufsleben entsteht, wodurch Freunde entstehen. All das haben wir ja uns selbst geschaffen. Durch unser Denken, durch unser Handeln, durch unser Fühlen in der Vergangenheit. Und alles, was wir heute begegnen, das haben wir uns in der Vergangenheit geschaffen, um vielleicht etwas daraus zu lernen, um vielleicht etwas gut zu machen. Wenn wir jemanden in der Vergangenheit beleidigt haben, gekränkt haben, geschädigt haben, dann gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, es auszugleichen, die in diesem Leben oder in einem späteren Leben. Besser jetzt als später. Was ich damit sagen möchte, jeder schafft sich sein Leben. Und jeder bestimmt darüber, wie sein nächstes Leben sein wird. Und jetzt die Frage, warum müssen wir uns überhaupt wieder inkarnieren? Warum? Das hängt hiermit zusammen, mit unserem Geist. Wenn wir handeln, angenommen, da ist ein Wunsch, man möchte ein Haus. Und jetzt beginnt man das Haus zu bauen und dann möchte man das vielleicht in 2, 3 Jahren fertig haben. Und dann dreht sich alles um das Haus, Haus, Haus. Und jede Handlung, die man vollbringt, hinterlässt auch Eindrücke im Geist. Und diese Eindrücke, die müssen gelöst werden. Das heißt, der Wunsch muss zur Erfüllung kommen. Wir sind erst wahrscheinlich zufrieden, wenn das Haus fertig ist. Und das Haus steht jetzt auch nicht nur für das Haus, wo wir drin wohnen, sondern auch das Haus, unser Lebenshaus, nicht? Von der Geburt bis zum Tod, das Lebenshaus, nicht? Wo die Beziehung reinkommt, wo die Kinder reinkommen, nicht? Die Freunde reinkommen. Unsere Erfahrungen alle reinkommen, unsere Erlebnisse, Geburtstage, unsere Hochzeiten und alles, was wir so haben, so kommt in dieses Lebenshaus hinein. Und wir sind damit verbunden. Und wenn wir denn, wenn es soweit ist, so angenommen, die Zeit ist vorbei. Und wir haben das alles schön gespeichert jetzt in uns, in unserem Geist. Wir möchten, haben ja noch die und die Wünsche, nicht? Und vielleicht ist das Haus noch nicht ganz fertig geworden, da muss noch einiges gemacht werden. Und dann vielleicht hat man mit seinem Partner gerade Krach gehabt und dann möchte man das auch noch lösen, das Problem, bevor man stirbt. Und mit den Kindern, mit der Erbschaft, das muss geklärt werden. Aber jetzt kommt der Tod plötzlich. Und dann sind all diese Wünsche, die jetzt nicht erfüllt worden sind, die sind aber gespeichert in uns. Die sind da, die sind nicht weg. Und genau das ist der Grund, weshalb wir uns wieder neu inkarnieren müssen. Die Wünsche. Und was passiert denn? Unser Geist, der erschafft sich jetzt, wie ich am Anfang sage, einen neuen Körper, der baut sich einen neuen Körper zurecht, unser Geist, damit in einem neuen Körper unsere Wünsche erfüllt werden können. Das ist wie mit einem Mantel, den hat man viele Jahre getragen und dann ist er verschlissen, nicht? Da regnet das immer durch, funktioniert nicht mehr so gut.
dann schmeißt man ihn weg und kauft sich einen neuen Mantel. Und genauso ist es mit unserem Körper genauso. Nicht, wenn wir 70 Jahre, 80, 90 Jahre den Körper benutzt haben, so, dann verschleißt er, der wird alt und so gebrechlich und so, irgendwann können wir ihn nicht mehr gebrauchen. Und dann kommt er auf den Friedhof oder wird verbrannt. Aber der Geist und diese feinstofflichen Körper, die bleiben. Und die Wünsche, die bleiben auch. Alles, was nicht erledigt ist, also unsere Ideen, Vorstellungen, ganze Pläne, was wir noch haben, nicht? Vielleicht noch einen neuen Partner, vielleicht neue Kinder, irgendwas so, Wünsche, noch ein neues, schöneres Haus, ein größeres Haus, größeres Auto. Das kann ja alles sein in der Todesstunde. Und wenn das so ist, die Natur ist perfekt. Die macht das, was wir wollen. Wir sind unsere Schöpfer. Und dann passiert es halt, dass wir einen neuen Körper annehmen. Und dann geht es weiter. Und dann fangen wir genau da an, mit unserem Bewusstsein. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr könnt, fängt der, die Maschinerie genau da wieder an zu funktionieren, wo wir aufgehört haben. Unser Bewusstsein, das angenommen, wir haben das Bewusstsein jetzt zur Todesstunde. Und dann sterben wir, werden wiedergeboren. Da haben wir wieder das Bewusstsein. Dieses Bewusstsein. Und jetzt meditieren wir, handeln, machen alles, feiern, so leben das Leben, wie es kommt. Und dann kommt die Todesstunde wieder und dann haben wir jetzt das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist dann wieder die Ausgangsbasis für das neue Leben. Wir werden wiedergeboren, weil noch Wünsche da sind. Es wären jetzt keine Wünsche mehr da, würden wir nicht wiedergekommen, würden wir nicht wieder inkarniert, nicht wiedergeboren. Also es geht, Geburt und Tod sind ganz davon abhängig von unseren Wünschen, von unserem Denken, von unserem Fühlen, von das, was wir wollen. Ich habe da, sorry gerade mal, Michael, ich begrüße dich ganz herzlich, du bist da, Oma ist auch immer wieder da, freue mich, Doris, ganz liebe Grüße, freue mich. Ihr könnt natürlich, erinnere mich gerade, Doris fragte mich wegen Teilen so, ihr könnt meine Videos und meine Texte alle gerne teilen. Ich habe da keinen Besitzanspruch. Sarah, Michael, sehr schön. Baldig, Birgit, Helmut ist auch da. Alles Liebe für euch. Ich werde mal einen Text aus der Bhagavad Gita vorlesen. Der ist, glaube ich, ganz passend hierfür. Ein solcher, dessen Intellekt mit seinem Selbst vereint. Intellekt, unser Intellekt vereint mit dem Selbst. Der legt selbst hier das Gute wie das Schlechte ab. Das Gute wie das Schlechte legt er ab. Darum gib dich hin, dem Yoga. Gekonntes Handeln, das ist Yoga. Was heißt das? Der Intellekt vereint sich mit dem Selbst und ist dann eins. Der ist nicht mehr getrennt. Das heißt, unser Geist, der so immer unterwegs ist, weil der Geist ist immer so wie ein Affe, der von einem Baum zum anderen springt, um seine Wünsche zu erfüllen. Oder er ist unglücklich mit dem, was er hat, nicht zufrieden. Und das ist in der Natur der Sache. Wir haben gerade etwas erreicht und dann kurze Zeit später merken, boah, das ist nicht genug. Wir wollen mehr. Also unser Geist ist ständig auf der Suche. Und das heißt, wir haben immer Wünsche. Wir wollen immer mehr, immer mehr. Haben wir 1 Million? Ja, dann wollen wir 2 Millionen. Haben wir 2 Millionen? Dann wollen wir 4 Millionen. Also das hört ja nie auf mit unserem Geist. Der ist immer aktiv und kommt nie zur Ruhe. Und deshalb, der Intellekt, unser Geist, muss sich vereinen mit dem Selbst. Transzendieren wird eins. Und was passiert da? Da kommen wir
in die reine Glückseligkeit. In diese absolute Glückseligkeit, die wir zwar nicht erfahren können, weil sie steht für sich alleine. Aber wir haben ja einen Körper und wir haben auch feinere Körper, wir haben auch feinere Ebenen des Körpers und auch unser Nervensystem ist in der Lage, so die feinste Ebene der Schöpfung zu erfahren. Und dann können wir diese feinste Ebene, wo die Glückseligkeit sich gerade ausgedrückt hat, unser Blisskörper, unser feinster Körper ist der Blisskörper, können wir erfahren. Und da sind wir in dieser wahren, reinen Glückseligkeit. Bewusst, erfahren wir bewusst, ist nicht jetzt in der Transzendenz, sondern hat sich ausgedrückt, die reine Glückseligkeit hat sich jetzt ausgedrückt und ist in ihrer reinsten Form auf der feinsten Ebene der Schöpfung. Und da erleben wir diese Glückseligkeit. Und diese Glückseligkeit, und das ist jetzt der Trick bei der ganzen Geschichte, vorher sagte ich, unser Geist ist so unruhig, nicht immer wieder, nicht wenn dann haben wir Bauchschmerzen, dann machen wir alles, um die Bauchschmerzen wegzukriegen. Sind wir glücklich, dann machen wir alles dafür, dass wir noch mehr Glück erfahren. Und da steht ja auch hier drin, nicht? Der legt selbst hier das Gute. Er legt selbst hier das Gute für das Schlechte ab. Das Schlechte so Bauchschmerzen, Krebs, irgendwelche Krankheiten, Depression, all die Dinge legt der Geist ab. Vorher war er damit identifiziert, war daran gebunden und konnte nicht glücklich sein, weil dieses reine Glück, diese reine Glückseligkeit kann der Geist nicht erfahren, wenn er gebunden ist. Gebunden an das Gute im Relativen oder an das Schlechte im Relativen. Wie ich sagte zum Beispiel, das eine Million ist ja toll, das eine Million auf dem Konto, bist gebunden dran an diese eine Million. Diese Bindung verhindert, dass du diese Glückseligkeit, die du in dir hast, auf der feinsten Ebene der Schöpfung, hast du diese reine Glückseligkeit, kannst sie aber nicht erfahren, weil du jetzt mit deinem Geist, mit deinem Intellekt fixiert bist auf deine eine Million. Und dann denken die Leute, oh, jetzt habe ich eine Million, boah, ich muss mehr schaffen, das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch, die zweite Million. Und die zweite Million, dann 4 Millionen. Das ist ein Wunsch nicht. Und das ist auch das, was uns wieder bindet, um wiedergeboren zu werden. Weil, wie ich sagte, alle Wünsche müssen erfüllt werden. Du wirst so lange wiedergeboren, bis all deine Wünsche erfüllt sind. Aber jetzt, dieser Trick, von dem ich sprach, ist, du realisierst deine Glückseligkeit in dir. Das ist nicht nur so eine Momentsache, sondern wenn du stabilisiert bist in diesem Einheitsbewusstsein oder ich kann auch sagen in diesem Gottesbewusstsein, das ist die feinste Ebene der Schöpfung, bist du da stabilisiert, dann ist diese Glückseligkeit so überwiegend, dass all die anderen Wünsche, die so auch da sind, aber völlig im Hintergrund treten und sie binden dich dann nicht mehr. Du kannst auch sagen, ich bin jetzt an diese reine Glückseligkeit gebunden. Aber diese reine Glückseligkeit stellt keine Bindung dar, weil sie unbegrenzt ist und das bist ja du selbst. Du bist nicht selbst an dich gebunden, du bist es und erfährst mit deinem Nervensystem, mit all den Erscheinungen, mit den Sinnen, Ohren, Augen, Gefühl und so, alles wird durchtränkt dann von dieser reinen Glückseligkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine schöne Blume siehst, vorher was war, ich bin so verzaubert von dieser Blume, so, ich bin so glücklich, stirbst du mit diesen Gedanken, musst du wiedergeboren werden, um, diesen Wunsch aufzulösen. Aber hast du jetzt diese reine Glückseligkeit in dir und du siehst die Blume oder etwas anderes in deinem Leben, was dich sonst immer so gebunden hat, dich so überschattet hat, da bleibst du frei von. Die Essenz meiner Aussage ist jetzt, oder auch wie es in der Gita steht, in der Bhagavad Gita, du kannst dann nicht mehr gebunden werden von irgendwelchen Objekten, die dich früher gebunden haben, wenn die Glückseligkeit im Vordergrund ist. Das heißt, wenn du dein Selbst realisiert hast und die feinste Ebene erkannt hast, auch dein Nervensystem so weit verfeinert hast, dass du die feinste Ebene auch realisiert hast, dann erfährst du die reine Glückseligkeit und dann bist du frei. Deshalb gib dich dem Yoga hin. Jetzt, wo wir sind,
jetzt, wo du bist, jetzt gerade da, wo du bist, da musst du nicht irgendwo hingehen, irgendwas machen, um diese Glückseligkeit zu erlangen. Schließ die Augen und du dem Yoga hingeben heißt, Yoga heißt ja die Verbindung zu dir selbst. Und das kannst du direkt machen, unmittelbar. Denkst dein Sanskrit-Mantra, bist verbunden mit dir selbst, kommst in Kontakt mit dieser reinen Glückseligkeit, stabilisierst die, bringst in dein Leben hinein und dann bist du befreit. Und deshalb bist du auch frei von deinen Handlungen. Du bist nicht mehr gebunden an deinen Handlungen. Nicht dieses Yogastar Kokamani. Das heißt, du bist völlig frei, du handelst ohne Bindung. Und das ist ja kosmischem Bewusstsein, im Zustand von ich bin das Selbst, ich habe mein Selbst realisiert. Da kannst du nicht wiedergeboren werden, du bist frei. Und jetzt dieser letzte Satz von dem Vers, das ist könnt ihr nachlesen, Kapitel 2, Vers 50 in der Bhagavad Gita. Ich habe jetzt die Ausgabe von Maharishi Mahesh Yogi, gefällt mir am besten, weil die Kommentare so treffend sind. Gekonntes Handeln, das ist Yoga. Auch so. Und deshalb braucht man auch einen Lehrer, der so das ein bisschen interpretiert. Wenn man das einfach so liest, hier so, gekonntes Handeln, das ist Yoga. Da denkt man, ja gut, ich bin jetzt Fachmann für Fahrräder, denn mein Handeln ist gekonnt, ich habe das gelernt, so, habe eine gute Ausbildung, kann ein gutes Fahrrad zusammenbauen. Das ist nicht gekonntes Handeln. Oder du bist Professor an der Universität, hast lange studiert und so und kannst alles gut wiedergeben, ich hast alle möglichen Bücher am Kopf und so und sagst so, ich bin jetzt perfekt. Nein, ist kein gekonntes Handeln. Du bist, aber der Bauer zum Beispiel, sagen wir mal, der Bauer mit den größten Kartoffeln hat die Verbindung zu sich selbst, hört auf sich selbst, lässt sich führen von seinem Selbst, lässt sich führen von dieser reinen Glückseligkeit. Der ist im gekonnten Handeln. Das heißt, du bist erst im gekonnten Handeln, wenn du im Yoga bist. Und du bist im Yoga, wenn du dein Selbst realisiert hast, dauerhaft, dass du nicht wieder rausfällst, permanent in deinem Selbst gegründet. Und dann bist du nicht der Handelnde. Dann sind es die drei Gunas, die drei Naturgesetze, die durch dich handeln. Und du, das Selbst, bist der Zuschauer, der Wahrnehmende von den Handlungen, die durch deine Erscheinung Körper geschehen. Das ist alles. Ja, ich finde, diese Verse geben mir jetzt auch immer so, wenn ihr keine Fragen habt. Da gibt es mir Günther, freue mich und Inge auch. Sehr schön, dass ihr da seid. Das gibt mir dann immer noch so einen Ansporn. Das merke ich bei mir jetzt auch in der Praxis jetzt so. Früher war ich immer so eifrig, Videos zu machen, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Aber jetzt passt das auch ganz gut hierzu: Videos zu machen, viel zu schreiben und so. Gucken, ob ihr da ihr das gut findet, ob ich etwas besser machen kann und so. Ich merke im Augenblick geht das bei mir ziemlich stark zurück. Das ist nicht, dass ich kein Interesse habe, das sind einmal mehr so die Stille, die da ist und ich ganz zufrieden bin damit. Ich brauche nicht mehr wie früher so ein Feedback und so, boah, ja, da habe ich was Gutes geschrieben, da habe ich ein schönes Video gemacht so und viele haben den Daumen hoch gehalten und so. Nein. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, dass man in diesem Blissbewusstsein ist. Und dass man, wenn man in diesem Blissbewusstsein ist, in dieser Glückseligkeit, in diesem Blisskörper, auf der feinsten Ebene der Schöpfung, da fallen ja die Wünsche weg. Ein Video zu machen, Texte zu schreiben und so. Ich sage jetzt aber, und das so spüre ich das auch. Wenn aber die Natur das will, und so ist es ja, wenn du dich nicht mehr identifizierst, dann bist du ja nicht mehr der Handelnde, aber trotzdem bist du am Handeln. Also der Körper so, und jetzt hier die Sprache so,
und hören und so. Es sind ja Handlungen, die geschehen, weil die Natur es will. Also selbst jemand, der erleuchtet ist, und wenn es sein Dharma ist, als Lehrer tätig zu sein, dann passt das nicht, wenn er in einer Höhle sitzt und einfach nur in seiner Glückseligkeit dahin schwelgt und sagt, boah, ich bin alles, ich bin total glücklich, ich brauche nichts, muss nichts tun. Nein, wenn es sein Dharma ist, als Lehrer tätig zu sein, dann pusht die Natur ihn und sagt, dann hat er nämlich so ein Gefühl, boah, ich kann hier gar nicht mehr so rumsitzen, ich muss was tun. Ich muss jetzt ein Video machen oder ich muss einen Vortrag halten oder ich muss ein Buch schreiben oder ich muss dies oder jenes machen, weil die Natur, die göttliche Natur, nicht der Mind, nicht der Verstand, nicht so diese Idee, boah, ich muss was tun, sondern das Göttliche, die göttliche Intelligenz möchte, dass du handelst. Und wenn du das dann tust, dann bist du im Fluss mit der Natur. Verweigerst du deine Handlung, dann bist du nicht im Fluss mit der Natur. Und dann merkst du auch, wenn du erleuchtet bist, boah, fühlt sich nicht so toll an. Du musst denn das tun, was die Natur von dir will. Und im Grunde genommen, jetzt könnte man sagen, ja, dann bist du ja ein Sklave der Natur. Nein, wenn du das tust, was die Natur will, das ist ja nicht, so denkt man gar nicht so, das ist nur jetzt im Gespräch so. Man handelt ja immer spontan aus der jeweiligen Situation heraus. Man ist total präsent mit dem, was ist. Und da denkt man nicht, jetzt mache ich das oder jetzt mache ich das oder ich muss das machen, die Natur will das. Nein, man handelt immer aus der Situation heraus, wie es erforderlich ist von der Natur. Weil der Denker, kann man so verstehen, der Denker, der vorher immer alles entschieden hat, alles gemacht hat, so, alles überprüft hat, alles kontrolliert hat, der fällt dann weg. Der ist nicht mehr da. Das Ego, immer ich will mehr haben, ich will mir meinen Wunsch erfüllen, ich will mir meine Wünsche erfüllen, ich möchte nicht nur 1 Million, ich möchte 2 Millionen, ich möchte 3 Millionen. Das darf auch alles sein, was in der Natur ist, aber da sollte man unterscheiden, es sollte auf der Grundlage der Glückseligkeit sein. Und wenn das auf der Grundlage, Entschuldigung, wenn das auf der Grundlage der Glückseligkeit ist, da bist du nicht gebunden. Da kannst du 10 Millionen auf dem Konto haben, berührt dich nicht. Wenn du heute 10 Millionen auf dem Konto hast und morgen bricht die Börse zusammen und die 10 Millionen sind weg, dadurch wird deine Glückseligkeit nicht weniger. Du bleibst der, wer du bist und du bist das Selbst, die reine Glückseligkeit. Wenn jemand sich damit identifiziert und sie hat sich angestrengt, so und 1 Million, dann 2 und dann 10 Millionen und dann bricht die Börse zusammen, boah, das ist ein, manche Leute bringen sich dann um, nicht, weil sie erst diese Fülle überall hatten, konnten sich alles leisten und plötzlich bricht alles zusammen, ihr ganzes Weltbild bricht zusammen, ihr alles Vorstellungen, Ideen, alles bricht zusammen, Partner läuft vielleicht weg, Familie bricht auseinander, wenn kein Geld mehr da ist, ja, und dann ist das Leben zu Ende für den, nicht? Und der muss garantiert wiedergeboren werden. Aber wenn du jetzt in dieser Glückseligkeit bist, was sind denn 10 Millionen? Was sind 10 Millionen für all das, was du bist. Es gibt ja nichts, was du denn nicht bist. Das ganze Universum ist ein Ausdruck von dir. Du bist der Eigentümer von dem ganzen Universum. Und auch denn von 10 Millionen, 100 Millionen, Billiarden, das spielt gar keine Rolle. Und dir geht nichts verloren. Ja, ich glaube, das lassen wir. Ich hatte noch einen anderen Vers. Gucke ich mal gerade mal ein. Wenn einer handelt ohne Ver. Ja. Das ist auch ein ganz schöner Vers, die habe ich beide ganz spontan aufgeschlagen, passen ganz gut heute. Das ist Kapitel 2, Vers 71, Bhagavad Gita. Und das ist ja noch ein ganz guter Abschluss. Wenn einer handelt ohne Verlangen, nachdem er alle Wünsche aufgegeben, frei vom Gefühl des Ich und Mein, erreicht den Frieden er. Ich finde ihn so schön. Ich lese ihn gleich nochmal. Wenn einer handelt ohne Verlangen, das heißt, die Glückseligkeit ist jetzt da in einem und man ist zufrieden, glücklich mit sich selbst, dann muss er nicht handeln, um glücklich zu sein.
Er handelt, weil es seine Aufgabe ist, sein Dharma, aber er handelt nicht, um jetzt da Geld zu verdienen oder sich persönlich zu bereichern. Er handelt, weil es die Natur von ihm wünscht, aber er bleibt immer unabhängig, weil er nicht mehr der Handelnde ist. Er bleibt in Frieden, obwohl er handelt und auch vielleicht Gewinn hat und auch Verlust hat, aber er ist ja jenseits von Gewinn und Verlust. Und deshalb nochmal der erste Satz, wenn einer handelt ohne Verlangen. Wenn du glücklich bist, hast du kein Verlangen. Nach gar nichts. Weil kein Sex, kein Geld, alles, was wir so anprangern und was für uns so wichtig ist und so eine hohe Stellung für uns hat und sagen, boah, das ist das Leben, das ist nicht das Leben. Das Leben ist, in sich selbst gegründet zu sein. Das ist das Leben. Und auf der Grundlage dieser Glückseligkeit, des Friedens, der Stille zu handeln, das ist Leben. Nachdem er alle Wünsche aufgegeben. Das heißt, alle Wünsche aufgegeben, ja, du musst gar nichts tun. Du kannst nicht durch deinen Willen deine Wünsche aufgeben. Das geht nicht. Das ist ja wieder ein Wunsch. Ich will jetzt keine Wünsche mehr haben. Oh, ist ein ganz guter Punkt gerade jetzt. Also nicht durch den Geist können wir unsere Wünsche aufgeben. Wir können auch nicht durch unseren Geist in das Nichthandeln kommen und sagen, ich handle noch gar nicht. Ich bin doch nur Zuschauer. Das ist Kopf. Wenn du im Sein gegründet bist, im Selbst gegründet bist, dann bist du der Nichthandelnde, weil das Selbst handelt nicht. Du bist das Selbst. Frei vom Gefühl des Ich und Mein. Ja, das ist immer dieses Gefühl von Ich und Mein. Das kommt ja nur auf, wenn die Person da ist, nicht die Person, die sich mit den Handlungen identifiziert. Ich bin der Macher, nicht? Ich bin der Größte, nicht? Ich habe Erfolg, nicht? Ich bin Millionär, nicht? Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe wunderschöne Kinder, nicht? Ich habe ein tolles Leben, so. Dieses Ich, meine Frau, mein Auto, mein Haus, all das so, sind alles Ego-Geschichten und davon ist man frei. Das Selbst hat das alles nicht. Das Selbst hat keine Krankheiten, das Selbst hat keine Reichtümer, das Selbst hat gar nichts. Das Selbst, das, was du bist, ist einfach frei von allem und dennoch alles ist unmanifestiert im Selbst enthalten. Und dadurch kriegst du Frieden, dadurch erfährst du die Stille. Und dadurch bist du der reichste Mensch, kannst du nicht sagen, weil Mensch ist schon wieder Form, nicht? Aber du, das Selbst, ist das Reichste, was es gibt. Also ist immer schwierig auszudrücken, wenn man das so ins Formlose kommt, so, wo keine Worte hinkommen. Und deshalb ist es eigentlich nur eine Sache der Erfahrung, nicht eine Erfahrung und erkennen, ich bin das Selbst. Und nicht der Peter, nicht der Körper, nicht die Form. Und dann der letzte Satz, also frei vom Gefühl des Ich und Mein. Erreicht den Frieden er. Ja, sehr schön. Das ist ein guter Abschluss. Erreicht den Frieden er. Und darum geht es ja. Und wenn du den Frieden hast, den permanenten Frieden, da können wir sagen, erstmal, du bist nicht mehr der Handelnde. Du bist völlig frei. Lebst die höchste Glückseligkeit im Einheitsbewusstsein. Also du bist schon frei in dem Zustand von Ich bin, im kosmischen Bewusstsein. Aber erlebst noch nicht die hohe Glückseligkeit, die kannst du erst erlangen, wenn du im Einheitsbewusstsein bist oder eben auch im Gottesbewusstsein. Ja, und dann hast du, und hast alle, sobald du erwacht bist, bist du ja das Selbst und dann wirst du sehen, mehr und mehr, bis hin zum Einheitsbewusstsein, wirst du auf allen Ebenen erfahren, wie das Selbst, auf der Grundlage des Selbst, dein Körper anfängt zu strahlen. Dein Körper besser funktioniert, deine Fähigkeiten zunehmen, weil das Selbst ist die reine Intelligenz auch. Die reine Intelligenz, die jetzt Form annimmt, du hast die reine Intelligenz jetzt angezapft sozusagen oder bist verbunden mit ihr, bist eins oder erkennst dich sogar als diese reine Intelligenz und alles, was du machst, wird dann getragen von dieser reinen Intelligenz. Und aber nicht vergessen, die drei Gunas. Sind es, die es machen, nicht du.
Du bist einfach nur der Nichtstuer, der Zuschauer, der Wahrnehmende und erfährst Glückseligkeit durch die Erscheinungen, die deine Erscheinung sind. Das sind, man kann auch sagen, das ist der Schatten Gottes. Die ganze Relativität ist der Schatten Gottes. Die Erscheinung ist nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist das Selbst. Aber alles erscheint aus dem Selbst heraus, nimmt all diese Formen an und so nicht. Und jetzt sind wir dabei, die Formen alle wieder aufzulösen und zu erkennen, wer wir sind. Und wenn wir wissen, wer wir sind, dann bringen wir diese Qualitäten des einheitlichen Feldes oder die Qualitäten vom Selbst in das Leben, in die Relativität. Das alles. Ich freue mich, dass ihr da wart. Edith ist auch da. Martin. Ja, alles Liebe, alles Gute für euch. Jay Godev.